Herzlich willkommen zur Vorlesung Allgemeine Didaktik und vielen Dank, dass Sie sich für die Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung entschieden haben. Mein Name ist Christian Zwerz und ich bin der verantwortliche Leiter dieser Lehrveranstaltung. In diesem Video erhalten Sie Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen, zu den Prüfungsbedingungen und zu den Unterrichtsmethoden der Online-Vorlesung Allgemeine Didaktik. Zunächst zu den Zulassungsvoraussetzungen. Diese Online-Vorlesung ist Teil des Studienangebots der Universität Wien. Die Vorlesung selbst ist öffentlich. Um die Vorlesung mit einer Prüfung abschließen zu können, ist aber auf jeden Fall die Immatrikulation an der Universität Wien erforderlich, und zwar für das Semester, dem die Prüfung zugeordnet ist. Primär ist die Vorlesung dem Modul BM13 Allgemeine Didaktik im Bachelorstudium der Bildungswissenschaft zugeordnet. Wenn Sie die Vorlesung im Bachelorstudium Bildungswissenschaft besuchen, müssen Sie die Prüfung der Studieneingangsphase positiv abgeschlossen haben, bevor Sie sich zur Klausur anmelden können. Die Vorlesung besuchen können Sie auch dann, wenn Sie die Studieneingangsphase noch nicht abgeschlossen haben und nicht zur Vorlesung angemeldet sind. Sie können die Vorlesung also parallel zur Studieneingangsphase besuchen, müssen aber die Prüfung der Studieneingangsphase abgeschlossen haben, bevor Sie sich zur Klausur anmelden können. Die Vorlesung kann auch im Rahmen des Erweiterungskurriculums Grundlagen der Weiterbildung oder als freies Wahlmodul besucht werden. Auch in diesen Fällen ist die Teilnahme an der Vorlesung nicht an Voraussetzungen gebunden. Vor der Anmeldung zur Klausur muss aber auch hier die Studieneingangsphase des jeweiligen Bachelorstudiums abgeschlossen sein. Damit zu den Prüfungsbedingungen. Die Klausur zur Vorlesung wird jeweils am Ende des Semesters, in dem die Vorlesung stattfindet, sowie am Anfang, in der Mitte und am Ende des folgenden Semesters angeboten. Die Prüfung besteht aus einer Einfachwahlklausur mit 30 Fragen. Dabei ist immer eine aus 5 Antwortmöglichkeiten richtig. Die Bestehensgrenze ist 60%, eine 3 gibt es ab 70%, eine 2 ab 80% und ein sehr gut ab 90% richtige Antworten. Gegenstand der Prüfung sind die in der Lernplattform bereitgestellten Inhalte. Das schließt die bereitgestellten Texte mit ein. Sie finden in der Lernplattform auch Fragen aus bisherigen Prüfungen. Diese Fragen sind neben weiteren Fragen Bestandteil eines Fragenpools, aus dem die Klausur erstellt wird. Die Beispielfragen können also neben anderen Fragen in den Prüfungen vorkommen. Eine Anmeldung zur Klausur ist unbedingt erforderlich. Sie müssen zur Klausur einen gültigen Studierendenausweis mitbringen. Wenn Sie angemeldet sind und nicht kommen können, werden Sie wieder abgemeldet und können dann den nächsten Termin wahrnehmen. Eine gesonderte Mitteilung ist dafür nicht erforderlich. Die Klausuren stehen ab dem zweiten Tag nach der Prüfung für 4 Wochen in der Lernplattform zur Einsicht bereit. Die nächsten Prüfungstermine finden Sie im Vorlesungsverzeichnis. Die Vorlesung ist unterrichtsmethodisch als Online-Vorlesung aufgebaut. Die Inhalte stehen also nur online in Form von Texten, Videos, Audios und Aufgaben für das Selbststudium bereit. Dabei werden 3 verschiedene didaktische Mikromodelle verwendet. Sie können zwischen den Modellen des Structured Inquiry Based Learning, des Multistage Learning und der programmierten Unterweisung wählen. Natürlich ist es möglich, das Modell jederzeit zu wechseln. Zu den Zielen der Vorlesung heißt es in der Studienordnung: Die Studierenden kennen die grundlegenden Theorien und Modelle der allgemeinen Didaktik, deren Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen sowie dazugehörige Ergebnisse und Richtungen der Unterrichtsforschung. Um dieses Ziel zu erreichen, werden in dieser Vorlesung Kenntnisse der Probleme, Aufgaben und Theorien der allgemeinen Didaktik im bildungswissenschaftlichen Kontext durch die Darstellung unterschiedlicher Ansätze der allgemeinen Didaktik und der Möglichkeiten der Transformation didaktischer Ansätze in verschiedene pädagogische Handlungsfelder vermittelt. Thematisch behandelt werden nach einer Einführung in die allgemeine Didaktik die Ansätze von Comenius, Herbert, Dewey, Königswald, Heimann, Flexig, Klafki, Wallauf, Rogers, Blankertz, Reich und Kruschka. Zu jedem Autor werden nach einer Orientierung über den Autor die Begriffe der Bildung, der Lernenden, der Lehrenden, der Institution, der Ziele und Inhalte und der Medien aus dem jeweiligen Ansatz vorgestellt.
Diese 117 Themen werden in sich geschlossen präsentiert, sodass Sie die Reihenfolge der Themen frei wählen können. Ergänzend zu diesen Materialien wird eine asynchrone und eine synchrone tutorielle Online-Betreuung angeboten. Die asynchrone tutorielle Online-Betreuung können Sie über das Forum erreichen. In regelmäßigen Abständen werden synchrone Online-Diskussionen mit einer Audiokonferenzsoftware durchgeführt. Aktuelle Termine finden Sie im Forum. Die Teilnahme an der tutoriellen Online-Betreuung ist freiwillig. Die Voraussetzung für die Teilnahme an der Vorlesung ist die Immatrikulation an der Universität Wien. Für die Teilnahme an der Prüfung müssen darüber hinaus die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt werden, die im Zuge der zwingend erforderlichen Anmeldung geprüft werden. Die Prüfung besteht aus 30 1 aus 5 Fragen. Die Bestehensgrenze ist 60%. Die 117 Themen werden in drei alternativen Mikromodellen als Selbstlernmaterial angeboten. Das Selbststudium wird durch eine tutorielle Online-Betreuung unterstützt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Ihnen die Vorlesung gefällt und wünsche Ihnen viel Erfolg. Auf Wiedersehen.